Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Loris Apokalypse. Wie ihr schon hört, wir haben schon Besuch. Da unten sind gerade schon ein Schreier angekommen. Und ein paar ja, Freunde hat er auch gleich mitgebracht. Heute wieder mit dabei der Draco. Oh! Eigentlich wollen wir uns heute hauptsächlich mal mit dem Ausbau unserer Basis beschäftigen. Aber, oh, da kommt noch ein Schreier. Mist, verfehlt. Ja, und er hat auch geschrien. Komm, ich mach das jetzt mal anders da. So, ich crafte uns jetzt erstmal eine Fortschlagkammer. Ich bin noch oben auf dem Dach. Also. Ach so. Ja, ich mach grad die Vorschlagkammer und dann gehen wir gleich einfach runter und zerbersten. Soll die uns doch ruhig jetzt noch mal ein paar Wände wegkloppen, dann haben wir gleich weniger Arbeit. Boah, die hat schon wieder geschrien, die Alte. Ja. Schreien die ganze Zeit, die Mistdinge. Ja, ich leg mal eben was in der Schmiede nach. 15 Gerüste hast du schon gemacht. Wie viel brauchen wir ungefähr, was schätzt du? Keine Ahnung, wir brauchen mal ein paar. Denkst du an die 100 Stück, wirst du sicher verballern. Ah. Stahlgerüste brauchten wir dafür, ne? Ja, nee, ja, die anderen steht es zumindest nicht mit bei. Och, nee, 3000 will ich jetzt nicht. Ja, mache ich mal 150 insgesamt. Hier. Ja, wenn die sogar mach mal 150. Brauchen. Gut. Nee. Wie lange brauchen die noch? Noch 4 Minuten 19 für die Vorschlagkammer. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt erstmal noch die Pfeile, oder? Ah, ich hab keine mehr. Du hast gar keine mehr. Gut. Null. Oh, da hinten kommt noch ein Schreier. Heute los? Keine Ahnung, die haben uns heute besonders lieb. Oh, ich hab die auf die Entfernung getroffen. Oh, ich muss ein bisschen von dem Lärm da weg. Das ist abartig. Ja. Mist, ich hab gleich auch keine Pfeile mehr. Warten, komm mal hier. Er kann warten. Ah. Boah. Wir zerlegen hier oben schon die Etage. Hä? Die obere Etage zerlegen die schon. Wo bist denn du? Drin. Ich ja, einen Pfeil habe ich noch. Runtergefallen? Nee, ich habe falsche Taste gedrückt. Da kurz auf meinem Desktop. Das ist noch ein Schreier. Dann habe ich eigentlich so viel Munition. Habe ich so viel gefunden? Wie viel hast denn du? 138 Schuss noch. Ach, gib mir was. Alter Schwede. Ja komm, lass mich mal da aufs Feld. Oh, hier, komm. Will nicht, dass irgendwie runterfällt. Ah, ein Vorschlagkammer ist fertig. Willst du den ersten nehmen oder soll ich? Oh, kannst. Gib mir die Munition, dann kannst du den mal behalten. Ja, ich habe Munition schon hingelegt. Wo? Ach, warum? Da. Das sieht man kaum. Ja. Gut, dann gehe ich mal runter zu meinen Freunden. Ich komm mit. Ach du, Harry. Vielleicht doch nicht. Ach du, Harry. Wow, hi. Warte, ich muss erstmal hier raus. Erste Schreie hinüber. Ich schreie Ach, schon nicht du mal nicht Scheiße. Mehr. Scheiße. Wir müssen aufpassen, dass hier gleich nicht alles einstürzt. So, auch noch ein Schreier tot. Ah, fuck. Ja, toll, ich bin infiziert erstmal. Egal.
Ach du Harry. Kein Wunder, dass ich gerade auch so ein paar Lecks habe, weil bei so vielen Zombies plus der Aufnahme. Wir haben auch nichts mehr zur Heilung, ne? Bleiben nicht liegen bleiben, die Mistviecher. Ich habe nur noch 7 live. Wenn du irgendwo eine Krankenschwester erschießt, guck mal direkt, ob die irgendwie Medikits dabei hat. Ja, das, nee, das keine. Gut. Hinter dir. Pup! Hä? Das hab ich schon weggegangen. Ja, weil ich mit einem Vorschlaghammer gerade noch erwischt habe. Oh, Harry, da hinten sind Krankenschwestern. Wo? Da, die sich im Gebäude hochbacken gerade. Oh, da ist noch ein Schreier. Ich kümmere mich drum. Scheiße, habe ich keine Muni mehr. Jetzt bin ich tot. Ich habe keine Munition mehr. Wir müssen auf jeden Fall Medikamente noch herstellen. Ja, ich lock sie mal weg. Jo, du kannst ja auch bei mir aus dem Rucksack gerade eben den Vorschlaghammer nehmen. Jetzt muss ich die Mistviecher etwas weglocken. Weil der andere ist jetzt auch fertig. Oh, da ist noch ein Schreier. Oder ist die tot? Die steht zumindest so komisch da rum. Und bewegt sich sonst nicht. Hallo, Freunde. So. Dabei. Der zuckt noch. Nee, der ist tot. Ah, Schreier. Also alle, die ich bis jetzt durchsucht habe, haben nichts mehr bei sich. Manchmal haben sie was, manchmal nicht. Ja. Ja, immer dieses Problem sein, ne? Ich weiß, ich könnte mir auch einfach mal ein paar Schmerztabletten mitnehmen, aber. Nee, die haben auch immer so viel negative Wirkung. Dass du Durst kriegst und so ein Scheiß. So, war's das? Ja. Das haben schön uns gut mehr. Was kaputt gemacht. Weniger Arbeit für uns. Und dann mal Leichen durchsuchen. Da finden wir ja was. Nee. Ah. Irgendwie sind hier echt alle leer. Nee. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Oh, Essen. Verrottetes Fleisch, wow.
Und alles schön zerlegen, dass wir 12 Munition. Oh, geschmiedetes Eisen. Ja, die haben auch schon kopiewitzige Sachen dabei. Ja. Nee, will ich nicht. Es geben auch gerade keine Tiefe. Oh, 4 Reparaturkits. Oh, scheiße. Was denn? Ich hab einen Verschlamm die Leiche zerlegt. Oh, Magical Path. Nehmen. Magical? Mechanical meinst du? Ja. Ah, scheiß Essen hier. Vergammeltes Zeug. Ihhh. Vital. Schon alle zur Sucht? Ha? Ich bin nee. Hier gut dabei. Ich bin in Leiche reingelatscht. Ja, da kriegt noch ein Zombie am Schuh. Einmal tief, zweimal Tierfett habe ich jetzt. Oh, schon wieder. Mechanische Parts. Glasscheibe? Oh, Schmerzmittel. Nehmen wir. Mechanical Parts und eine Glasscheibe. Nochmal 2 Glasscheiben. Die wollen sich alle mit dem Glas ritzen. Ja, lustigerweise ist, wenn man die Leichen rumliegen lässt, kommen weniger. Warum trotzdem Tierfett? Ist noch eine. Haben wir drin noch welche oder hast du die schon? Die drin haben wir doch schon. Hä? Hast du? Okay. Ja. Gut. Nee, hier, die sind noch gar nicht durchsucht. Doch, habe ich durchsucht, habe ich da so eine Scheiße drin. Ja, oh mein Gott. So, dann würde ich mal. Ja, gut. Ja. Genau. Sehr gut. Das dachte ich mir gerade auch. Warte. Aber man kann hier noch hoch. Ja, das geht. Ja, auf dem Weg. So, hier, da. So. Wow. Hä? Wie bist du gerade da hochgekommen? Ah, hier auf das Ding noch. Ah, okay. Solange das noch da ist, ist alles gut. Ja. Yep. Das stört. Warum kommst du nicht den leichten Weg? Welchen? Hier. Leichten Weg? Ja, hier, guck mal, wo ich bin. Was bist denn du? Ja, ich bin schon vorne auf dem Metall. Ach so. Ja. Hey, sag doch das. Hab ich doch. Kommt ja nicht. Also ich dachte, ich wusste, dass der Spruch kommt. Ich wusste. Ich wusste. Was denn? Und nix. Ich sag nur, ich wusste. Also Glas kann man. Also Schmerzmittel wow, kommt auch hin. Ey. Das ist gemein. Du weißt doch, von wem es kommt. Von dir. Genau. Was gleich in die Schmelze schmeißen. So. Ach, ich habe sogar noch 14 Stahlpfeile gehabt. Ups. Ich gerade mal einspannen. Gut, was sagen unsere Gerüste erstmal? 150 Stück sind fertig. Hier sind auch noch 15. Das hier kann eingeschmolzen werden. Das auch. Gerüst. Und jetzt einfach hier rein. Gut, dann fangen wir mal an. Oh, kommst du mit runter? Moment. Achso, nimmst du. Haben wir schon Beton fertig? Ja.
Ja, okay, wir müssen eh erstmal die Metallgestelle machen, danach können wir ja erst Beton machen. Erstmal eins fertig haben. Oh, die Leiche liegt mir gerade im Weg. Ist auch nett, die Leiche liegt mir im Weg. Zacke. Boah, das ist ja so ein heftiges. Mal gucken. Aber eigentlich müsste der Platz doch. Ah ja. Gut, der Platz reicht aus. Ich sichere jetzt erstmal hier das Ding ab. Und dann, ja. Ist auch noch eine angefangene Säule. Wo bleibst du? Ich komm gleich, schätz mich nicht. Doch, das kann ich so gut. Also das weiß ich, dass du es gut kannst. Wir haben hier sogar noch eine Hartmetalltür. Im Safe unten. Echt? Ja. Ich falle erstmal wieder runter, auch nicht schlecht. Hier mal irgendwie eine vernünftige Struktur rauszufinden, wie wir es auf Säulen bauen. Das ist jetzt gerade irgendwie die Eine Kunst. Betonmischung soll ich runternehmen. Ja. Hast du die Tacke-Dings schon mitgenommen? Die was? Ach so, nee, Nagelpistole. Nagelpistolen noch nicht. Die. Ach da, ich hab sie. Soll ich ihn mal zementieren hier, die? Die müssen wir, denke ich mal, auf jeden Fall stehen lassen, ne? Für die Tragfähigkeit. Dann kannst du die schon mal fertig machen. Hier auch, hä? Ja, genau. Gut. Ja. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das Ganze machen. Also, unser Plan ist ja jetzt erstmal, die ganze Base hier auf Säulen zu bauen. Genau. Also, wir bauen im Grunde die Akropolis. Ich würde hier im Prinzip immer so schön zwei Abständen. Zweier Oder drei Abstände, Abständen. Dreier mindestens. Oder Dreier. Wir wollen ja dafür sorgen, dass die Zombies im Grunde durchlaufen, weil die ja immer den direkten Weg nehmen. Und da müssen es Minimum schon mal Dreier Abstände. Die müssen wir auch neu abstützen hier. Das sind aus Eisen gemachte Dinge. Ja, klar, das machen wir dann noch. Lass uns erstmal so gucken, dass wir jetzt die wichtigsten Punkte schon mal haben. Ich würde hier auf jeden Fall wieder eins bauen. Hier hoch. Ja. Ich guck ein bisschen, wenn du setzt, dass keine Überraschung kommt. Ja. Ich sag dann Überraschung. Oh Gott. Kein Kommentar. Ja, da würde ich jedenfalls auch abstützen. Das Vordach, ja. Ah, ein Schreier, guck. Was? Oh, er hat geschrien. Und hat noch einen Schreier beschrien. Ich kümmere mich Ey, um doch den da nicht. Das mal. ist eine dicke Bertha.
kopflos. Hey, Bertha. Das ist noch mehr. Zombies, kommt her. Au, hau mich doch nicht. Nein, Drecksvieh. Oh fuck, ich blute. Bleib liegen. Ja, gut, dann machen wir hier mal weiter. So, hier das muss auch wieder neu abstützen. Das ist gut. Und wenn wir hinterher dann alle Dinge eigentlich ansonsten einreißen, die wir nicht brauchen, sollte die Base relativ wenig angegriffen werden. Relativ. Sollte. Ich sehe es jetzt schon, wir werden auf jeden Fall noch mehr Dinger brauchen. Ja, auf jeden Fall. Wo hast du uns noch gesetzt, Wilscha? Rundherum um das Vordach. So, das sind die Sachen, wo ich jetzt so dran komme. Den Rest muss ich jetzt anfangen hier einzureißen. Ich reiß erstmal da ein, wo noch viel Stützendes drumherum ist. Mhm. Das wäre es natürlich, wenn die. Hast du ein Vordach jetzt aufgehört zu setzen oder so noch mehr? Vordach habe ich jetzt erstmal nur die außen. Ach, da ist noch. Rahmen. Weil in die Wand müssen wir ja auch stützen. Ja. Ja, ausgesehen. So. Das war gut. So. Dann kann das Ding nämlich weg. Mach mal weg. Genau. 2, 3. Nein. Hier. Das ist auch noch weg hier? Warte. Huch. Ich verbaue mich heute total. Ah gut, ich... Da kommt eine Horde. Eine Horde voll Bikern. Lass uns mal irgendwie hier. Okay, die haben uns schon gesehen. Ach du Harry. Die meinen es aber echt gut. Ah, das ist aber lustig. Ah nee, das sind Militärs. Oh nee. Die sind noch schwerer zu töten. Ja. Das sind die am besten. Ich glaube, müssen zumindest die mit dem besten Schutz haben. Aber die haben nicht so viel Life wie manche von den Großen. Noch ein Schutzanzug? Ja, das ist noch ein. Ich kümmere mich immer, die unten ist nicht die im Base reinlungen. Mistfische. Ja, lass mich mit dem ganzen Militär, kommt mir allein. Nee, ich komm gleich wieder. Ist weg. Ein Militärfuzzi kommt auf die Base zu. Ey, wie viele Hits halten diese Scheißviecher aus? Jede Menge. Boah. Stimmt, ich habe ja noch die Pistole. Das ist leer. Nee, ich habe 12 gefunden. Hast du? Der ist auch wieder aufgestanden. Da hinten ist noch einer wieder aufgestanden.
Können die uns jetzt nicht ein paar schöne Waffen geben? Die haben jetzt auch alle gleich Schädelhirntrauma, vor allem der. So. Bei mir sind sie alle tot. AK-47 schafft und einen Raketenwerfer schafft. Blei. Angelblei und Militärhandschuhe. Das ist nicht schlecht. Warte mal, die kann ich glaube ich sogar... Ja, wesentlich besser wie die, die ich hatte. Gut, Das ist ein Schreier. Ah. Militär- ich kümmere mich um den. Jo, mach das. Putzi! Na gut, hallo Freunde. Danke, Schwester. Jo. Nichts dabei, die Blöde. Die wurde schon gelootet. Ja, ich war das gerade. Angelblei. Ich glaube, wir waren alle tot, ne? Das wäre natürlich interessant, wenn so Militärzombies ein bisschen Munition dabei hätten. Nee. Ich habe schon mal ganze Maschinenpistolen und sowas drin. Raketenwerferlauf. Ja, ich habe einen Schaft. Oh, nee. Ich habe einen Lauf dafür. Aber auch die, diese Arbeit-Zombies hier, die rumlungen, die haben auch nichts dabei. Oh, muss ich jetzt mal was snacken? Nein. Scheiße. Was denn? Essen zerlegt. Also die Dosen. Na lol. Auszusehen. Ah! Nicht alle leer. Da ist noch eine. Ah, da scheiß Brot drin. Waren es echt schon alle Blau Lederstiefel! Mist. Ja, ich hoffe, die hätten mehr drin. Okay. Dann machen wir mal weiter. Jupp. Also ich sollte vielleicht auch mal was essen. Mein Leben ist auch ein bisschen futsch so langsam. Ja, ich esse jetzt hier erstmal in Ruhe und dann würde ich sagen, machen wir hier mit unserer Akropolis in der nächsten Folge weiter. Na? Jo, kann ich was zu futtern holen? Hast du noch Essen dabei? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Ich hole noch was. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, denkt an den Abo-Knopf und wir sehen uns. Ciao. Ja, ciao.